Bild der Klugen Scheiße war effektiver im Kampf als du. Alter. Und das schaffen wir beim Namen zu nennen. soll ich die Titanic auch mitnehmen? Leute, Dinos verhungern hier bald, wenn sie kein Fleisch bekommen, ne? Warte, ich hab ne Fleisch dabei, ich fülle die Kleine mal auf. Aber solange die rumstehen, brauchen die doch kaum essen. Ja, aber sie haben halt nichts mehr im Petto. Ich hab Rotten Meat. Kannst du mal ein Stück essen? Das kannst du mir geben, das brauche ich auch für das. Da klappt ein, da kämpft ein Raptor. Ich hab's nicht mit, das liegt irgendwo in der Truhe, glaube ich. Da kämpft ein Raptor gegen eine Schildkröte. Oh, Loot. Loot für die Welt. Ich bin gleich oben. Was, jetzt sind alle nochmal gelevelt, weil irgendjemand was gemacht hat hier. So komme ich mir gerade vor, so schnell wie ich laufe. So, wen haben wir hier? Das ist Rita. Rita hat noch Fleisch. Rita ist sparsam. Ritalin? Ritalin, okay. Auch kein Fleisch in Ritalin. Du alles Ritalin-Model, Alter. Die anzugreifen mit einer Spitzhacke. Komm zurück! Ich versuch's. Wer wird angegriffen? Ich hab die Schildkröte angegriffen mit einer Spitzhacke. Komm her, du Vieh! Renne! Die kommen! Am besten steigt ihn aufs Dreieck und läuft einfach entgegen. Das Vieh hat irgendwie einen komischen Hals, einen komischen Kopf. Also nee, der ist so seitlich abgeknickt. Beim echt? Ja. Nicht. Die guckt voll behindert, das Vieh. Das ist der Knicker unter den Schildkröten. Bei mir ist er halt ganz normal. Ich hab's in den Arsch gehauen. Du, haus auf den Arsch, los! Jetzt weg! Jetzt hau ich wieder. Jetzt bist du dran! Robert. Hau drauf! Das sieht so panisch, was jetzt. Jetzt komm ich! Jetzt du! Ah! Ja, nur gedreht. Au! Jetzt! Ich bin tot! Hau ihn! Ich bin im roten Bereich! Hau das Vieh, Mann! Ich bin fast tot! Ja, ich auch, Mann! Jetzt hau das Vieh! Perfekt! Mach es tot, Mann! Mach es tot! Nicht mich! Nicht mich, Mann! Ich kann nicht mehr rennen! Töte es! Mach es kaputt, Mann! Danke. Yay. Woo, wir haben es geschafft. Wie sie alle draufhauen. Hier, ich habe Fleisch für euch. Ich habe Fleisch. Ist ja der Angriff, Simon. Ist ja unfair. Da. Hässliche Brille, Alter. So, für mich aus kommen wir losfahren. Alter, wie meine drauf sitzt, die ein bisschen Schenkel gespreizt. Ist ja finst, das kannst du dir keinem anbieten. Das musst du dir mal reinziehen. Ich hab's gesehen, Mann. Sitzt. Aber überall. Und dann noch ohne Hose, ey. Die ist voll Ivy, ist hardcore. Okay, du hast zwei Fleisch drin, du hast. Ja, ich hab die alle aufgefüllt jetzt. Achso, okay. So, meine Damen und Herren, wollen wir dann langsam losfahren? Das können wir tun, ja. Also, ich hab alles jetzt soweit. Ja, genau. Warum hab ich denn eigentlich keine Hose an? Hab ich dir früh gesagt. Trink doch einmal ein Schlückchen, dann geht's los. Kann nicht sein. Jetzt geht nochmal hier noch bullern! Muss ich halt Peters Hose nehmen. Brauchst du eh grad nicht. Ich kann nicht kacken, warum kann ich nicht kacken, Mann? Du bist nicht ready zum Scheißen. Na, weil du nie konstant durchkacken kannst, konnte alle. Ich könnte noch nie kacken. Essen, du musst schon was essen, bevor du scheißen kannst. Ich schätze, es gibt noch für Scheißen. Ja, Z. No? Die wichtigste Taste im Spiel, Alter. Ja? Not ready to con. Okay. Wie fährt man mit dem Schiff? Okay, so. Der eine Kopf steckt bei mir in mein Kopf! So, treffen wir uns auf der Insel, oder wie? Ja. Tschüss, Jungs, ich hab ja die ganzen Rohstoffe. Du weißt, dass Eis bei dir mit drin ist. Eigentlich könnte ich jetzt übelst rebellieren, den Tribe verlassen. Ah, ne, der Aktel ist bei mir drauf. Das ist der Aktel ist am Start. Der Robert will wieder sein, Peter sein schönes Boot kaputt machen. Wollte ich doch auch nicht. Die Titanic, na klar, ich hab's gesehen, wie du mich gerammt hast. Du hast ein Stück gerade tot gefahren. Du bist auf den Grund gelaufen. Oh. Fahr mal drum rum. Oh, ist das geil. Ich hab mein Knüppel parat, ne? Also, ich finde es geil, dass man die Boote bauen kann. Das macht echt viel mehr her. Nur schade, dass der Mast vorne so feststehend ist. Ja. Komm, spring rüber, Eis! Nee, dann lass ich 14 Meter hinter dir. Ah! Aber ich kann rüberlaufen. Oder auch nicht. Er ist runter, du hast Ballast verloren.
Vor der Explosion auf den Hai, der jetzt schon mal gerade. Ich hab ja ein bisschen Panik, ob es hier Haie gibt, die ein ganzes Boot fressen. Nom. Dinos greifen auch normal das Boot an sich nie an. Okay. Ist aber lustig, dass die Boote gleich schnell sind, obwohl unseres viel größer ist. Ja, siehst du mal, wie viel Power wir an unserem Boot haben? Geht. Der Holzpaddel auf Doom. Ich finde einfach geil, wie der nicht mal hinten das Ruder bewegt. Weil ich das Schiff um das Ruder bewege. Ja. Drück einfach mit dem Stock das ganze Schiff rum. Mit dem Stock. Ich hab grad aus Versehen auf den Boden geschlagen. Lüran, nevermore. Ist nicht so schlimm mit Eberdack. Klein versinken. Zugriff! Jan, ist das die Insel da geradezu? Ja. Die da so schräg hochgeht mit so einer Anhöhe? Ja. Boah, ja. Geil, okay. Das erste, was dann ja. Ja. Wieder so und dann so. Robert. Ja, aber ich glaube, Jan! Ey, da ist eine Höhle! Wolltest du da nicht in die Höhle rein? Das könnte man eigentlich auch machen. Könnt ihr nachher machen. Machen wir auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg. Das könnt ihr beiden machen. Während ich zu Hause etwas baue, könnt ihr schön kuscheln in Höhlen. Wir müssen noch die Dinos abholen und alles. Das so, könnt ihr machen. Traumfloß. Alter, ich bin auf dem Traumschiff hier, ey. Alleine, ich seh's gehört. Ja. Ich hab eine geile Schnitte auf meinem Schiff, verschwiegen. Du bist selber eine Schnitte, Mann! Hab ich ja nie ausgeschlossen. Du bist. Ich hab eine geile Schnitte auf meinem Schiff. Du bist selber eine Dose, Mann! Ja, noch? Lesben an die Macht! Oh, lass mal kuscheln. Kuscheln? Ich bin kein Mann. Da, ich bin rausgeflogen durch den Rückmann. Was zum Fick? Wo ist der Hai, komm? Wo ist der Hai, komm? Ich muss drauf, da kommt er schon! Da kommt er! Oh, jetzt müsst ihr auch schnell sein. Oh, oh. Oh, shit, das ist wirklich oh, shit. Alter, guck mal unter das Boot. Guck mal hier unten durch das Loch durch beim Schiff. Ich drifte! Warte, ich fahr ein Stück weiter. Du siehst ich, gleich. Ich hab ihn gesehen. Guck mal da. Alter, das Schiff ist gemeingefährlich. Jetzt mal einfach durchrutscht. Hier, komm, drifte mal. Ey, du mit. Den können wir eigentlich beschießen. Ich hab einen Bogen dabei. Den können wir betäuben. Den zähmen und an Land hinsetzen, damit unser Haus bewachen kann. Guck uns mal an, so viel Zeit haben wir. Really, nigga? Ihr wisst schon, ihr habt das Boot mit dem Mats. Oh ja, wenn er stirbt, schützt mich nicht. Ja, wenn das Boot versinkt. Oh ja, das ist ein Problem. Wie steuert man den Scheiß nochmal? W nach vorne und dann mit dem Maus. Und dann E drücken und dann bist du drin und dann fährt er los. Die Insel ist nicht gut. Insel nicht gut. Da ist die Insel gut. Oh doch, ich dachte gerade, da war ein T-Rex, aber nee, das sind einfach nur ein Arsch voll Riesendinos. Gau! Stegosaurus, Triceratops. Dr. Inkompetenz will das Fuß. Pimmel! Oh nein, die Insel ist nicht gut, ist der irgendein Dino. Was? Eine Insel voller Pimmel? Da müssen wir hin. Warte, wir schon auf der Insel schon, Peter. Wir haben die ganze Insel abgelaufen, da gibt es eigentlich nichts, was uns angreift. Ein Langhals ist da. Ihr könnt euch auch die Insel oben rechts nehmen auf der Karte gesehen, das ist nämlich die Kanu-Insel. Da gibt's nur Fleischfresser. Nein. Nein. Aber die ist gut für eine Base. Robert, fahr mal rechts rum und lass mal in die Bucht eintauchen, die ist viel geiler. Was, die Insel? Na hier, da gibt's eine Inlandbucht. Komm mal näher zum Zielpunkt. Die Deutschen auf der Bismarck! da ist ein weißer Strahl, soll ich den noch holen? Wo ist ein weißer Strahl? Rechts. Siehst du den? Direkt am Wasser? Kannst du machen, wenn du willst, ja. Ja, ich hole. Bleibt ihr hier? Räumt ihr ja schon mal die Matze aus oder so? Ja, wir fahren in die Bucht rein. Und ja, warte mal, ich gebe euch mal noch. Wartet mal. Oh ne, Lane, lass. Ich wollte euch. Theoretisch müsste aber einer von euch da hinfahren zu dem Tribe, weil ich kann nur die Fächer bauen. Hier, fahrt mal einer von euch dahin und holt das Zeug mal ab. Dann kann ich nämlich schon mal anfangen, das Haus zu bauen. Okay, wir sind gelandet. Oh, ich komme auch. Dö. Mal aus hier, oder was? Ich weiß nicht, ob Jan, ob du hinfahren willst, oder? Ich weiß gar nicht, was du überhaupt jetzt... Diesen Tribe. Ob da einer hinfahren möchte von euch.
Ja, wir fahren dann gleich an, wenn wir. Na gut, ich brauche erst mal ein paar Rampen ans Schiff bauen, dass wir die Dinos dann drauf kriegen und die mitnehmen können. So, ich bin da. So, dann baue ich jetzt. Wo soll ich das Haus hinbauen? Direkt hier in der Bucht? Ne, wir tun erstmal das. Die. Innen drin alles frei haben. Ich lock euch mal was zu euch. Was? Oh nein, da fällt ein Ziel Wasser ab. Okay, never mind. Bauen wir das Haus dann hier rein, würde ich sagen. Wo? Und die schöne Bucht hier. Hier so hinten. Oh. Erstmal das hier weghacken. Eine wooden Plattform habe ich schon, also eine Plattform könnte ich schon hinbauen. Lass erstmal das weghacken. So, alles weg. Ne, hier ist noch ein Baum. Ich wette, ich höre jetzt auf zu hacken, nur rings um die Ecke. Und es ist nie alles weg. Also meine Bäume hier sind weg. Bei mir hier. Gibt nur noch Steine vielleicht, hä? Ja, die kannst du doch lassen, dann haben wir doch erstmal ein bisschen Schutz noch. Ach, was bist du denn Schutz? Wir sind auf einer Insel! Wo? Wo es keinen Inselfleischfresser gibt, was brauchst du denn da Schutz? Alter, hier fliegen die Steine quer durch die Map! Hier noch sogar noch Bäume dastehen! Weil die Bäume schon weg! Ja, da war ich ja noch gar nicht! Mensch, ich war hier in meiner Ecke! Sind auf die Bäume nicht weg. Ach, Robert, Alter, echt. Was bist du alle? Ach, sei doch still, Mann! Du bist der Sargnagel zu meinem Deckel. Was? Da geht mir schon die Sprache verloren. Sicher, dass das an mir liegt? Eindeutig. Beste Deutsch, wo gibt man? Außen kriegt es so Axel schön ohne Erfahrung. Okay, ich bin langsam überladen. Okay. Aber wir haben ja Schränke dabei. Ein. Wir können die Steine erstmal rauswerfen. Weil ich muss ja die Schränke noch bauen dann. Nee, ja, nichts vorbereitet. Ja, ich hab gesagt, ich baue das Haus. Hast du gesagt, nee, Alter, bauen wir doch nicht. Was ist eigentlich unten? Ja, aber du hättest schon auf dem Festland schon was bauen. Leute, was ist denn dieses braune Symbol da unten? Braune Symbol? Mit sich Hitze. Okay, wir sind voll in einem beschissenen Gebiet. Ja, uns ist ein bisschen gerade warm, ne? Ein bisschen dolle. Ich baue jetzt hier, ich fange jetzt an, hier die Plattform zu bauen, dann baue ich da einen Schrank ran und dann könnt ihr euer Zeug reinlegen. Ich tue nur gerade die ganze Zeit arbeiten, ist ja logisch, dass uns warm wird. So, ich wollte. Siehst du die ganze Zeit arbeiten, was ihr macht, weißt du? Ich hole jetzt schnell die Plattform. Oh. Ich gehe mal zurück zum Schiff und lade ein paar Materialien ab. Jo, kannst du mal. Dann haben wir die Steine weg, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Weil ich bin ziemlich überladen. Ja, nee, warte, bleib da. Ich baue eine Plattform und dann baue ich dort erstmal einen Schrank rein. Dann kannst du da alles reinlegen. Okay. Versuch das erste Fundament mal schön mittig zu setzen in den Talkessel. Mittig? Ja. Okay. Also hier. Möglichst so weit mittig, wie ich es hinkriege, sage ich mal. Okay, das hier so. Halt schön. Fertig. Genau. So. Und da baue ich jetzt. Im Kreis auch mal ausbauen. Ja, ich baue jetzt erstmal eine Truhe drauf, warte. Kann nicht so schnell, du Axel. Da könnt ihr euer ganzes Zeug reinlegen. Warte, die Fälle nehme ich gleich. Wo ist überhaupt für den Axel? Halt. Das müssen wir alles gleich mal stecken hier. Wie groß willst du das Haus jetzt da drin haben? Ja, schön, wenn die ganze Insel im Besitz haben. Okay. Die ganze Insel ist etwas übertrieben, finde ich. Ach, ich will jetzt nicht alles hinbauen, aber dass die ganze Insel halt im Zäun, also halt das vorne ein riesen Tor an unsere Dings. Ich habe vielleicht auch die Idee, dass man später hier in der Mitte einfach die Dinos reinstellt, oben auf der Klippe, ringsrum. Ja, könnten wir machen. Und dann Haus hinbaut. Oder halt vorne in die Ecken oder so, mit einer Brücke drüber, keine Ahnung, was alles möglich ist. Halt hier vorne ist ein riesen Gate rein oder mehrere Gates. Ja, mit Häuser war ich mich noch nicht so arg beschäftigt. Ich brauche eine relativ große Fläche für mein Bärenzeug, für Bewässerung und so weiter. Ja, das kannst du hier reinmachen. In eine Ecke. Machen wir einen extra Zaun dann rum, dass die Dinos nicht rangehen. Oder ich muss was trinken. Ja, ich bezweifle, dass da die Dinos rangehen. Doch, Dinos fressen die Bären weg. Ah, okay, gut. Also ich weiß nicht, ob sie eigene Dinos machen, aber wilde Dinos auf jeden Fall. Ja gut, ich werde hauptsächlich Narkobären und sonst mal anpflanzen. Fressen die dir weg. Fressen und dann kippen die um. Die fressen sie nicht ab. Doch, Lukas. Na, Narkobären fressen die Viecher nicht freiwillig. Wenn sie nicht wissen, dass es ein Narkobär ist. Wissen sie. Bitte Worte. Ohne Worte. So, Spark Powder können wir schon. Scheiße! Hm? Ich muss was saufen! Dau! Panik, Alter, als ob die Welt untergeht und denkt sonst was und dann muss er bloß was trinken. Oh, nur was trinken? Ja, kurz zum Wasser gelaufen und ist das Problem gelöst. Deswegen habe ich zwei Wasser heute mit.
Ach, guck mal, wie oft hast du hier Durst, die paar Mal. Der Roboter muss jetzt mal zwei Holzrampen bauen, dass wir das Boot umstrukturieren können. Jo, kommt sofort, warte. Ich mache hier noch schnell was hin, dann kommen noch zwei... Währenddessen tue ich die Ressourcen rüberladen. Ja, ich hab noch zwei Schränke noch daneben. Jo, ist gut. Weil, dass wir erstmal genug Lagerplatz haben. Mach erstmal alles wild durcheinander, wir brauchen jetzt noch nichts zu sortieren. Ja. Das sortieren wir uns dann in Ruhe. Ordnung im Schrank ist der erste Schritt zum Erfolg. Hast du das bewusst? Ja. Warum kann ich nicht ordnen? Sind die Eier so schwer? 27 Kilo AI? Dino Ei, 27 Kilo, willst mich verarschen? Ein Parasaurus Ei daneben, weißt du, wer ist so viel größer Dino ist, das wiegt natürlich bloß 10 Kilo. Ah. Oder wiegen alle 9 Eier? Alle zusammen wiegen so viel. Okay, das wird wieder Sinn. Soll ich dir zwei Rampen hier lassen? Ich habe insgesamt 4 jetzt, also ich muss die anderen 2, die ich dran habe, auch wieder abreißen. Okay, dann immer, ich pack dir mal in die Kiste, wo ich gerade bin, 2 schon mal rein. 2 Wooden Rampen. So, dann baue ich dir mal noch 2. Wie hieß das? Wooden Rampen. Oh Gott. Schönes Denglisch hast du. Ja, Wooden Rampen, Mann. Wooden Rampen. Wooden Rampen. Dein Deutschlehrer, der muss ich jetzt auch denken, so. Was, dein gut, Deutschlehrer? Gut, dass er raus ist aus der Schule. Dafür für die Nachfolgende. Kleiner, du kleiner Pimmel, du Alter. Hey, hast du schon mal eine Wurzelkampen gesehen? Man kann das Segel, glaube ich, auch irgendwie einziehen. Wurde gesehen, die das... So, deine Rampen... Ja, man kann das verstecken, das ist ja gut. Deine Rampen sind drinne. Ja, oder mal Fälle, warum sagt man das alles? Überall Fälle. Das sind 6 Stück, glaube ich, drin oder so. Oder Axel hat noch keine Hose, ne? Glaube nicht, ne. Nein, ich habe noch keine Hose. Ich habe eine kaputte Hose in meinem Haus irgendwie drin, aber eine ganze habe ich nicht. So, ich habe die meine hergestellt.